Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2, die Story. Ja, wir sind hier letztes Mal in Höhlbrack verblieben und das ist für mich jetzt eine ganze Weile her, dass das so war. Ja, Guild Wars 2 das letzte Projekt, was ich noch aufgenommen habe, aber dennoch 2-3 Wochen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen entschuldigt, wenn ich mich nicht hundertprozentig an alles erinnere, was zuletzt geschehen ist. Ich weiß noch so viel, wir sollten in den Eisklammsund, um für den Anführer der Norn hier, Knut Eisbär, wenn mich nicht alles täuscht, der Name, sollten wir da die Aktivitäten des Synesvaniers eindämmen, respektive die Diener von Jormag, dem Eisdrachen, dem Eisaltrachen. Ja, und das sollen wir tun, um dessen Sympathie zu erhalten, damit er an dem Rat der Völker teilnimmt, den wir ja einberufen wollen, um gegen Mordremod vorgehen zu können. Ja, und das werden wir jetzt weiter verfolgen. Wir müssen natürlich erst, um in den Eisklammsund zu kommen, noch ein klein wenig Karte erkunden. So viel wusste ich auch noch. Ist aber kein Problem. Viel ist das nicht mehr. Wir müssen lediglich noch von der Wirkmarke hier hochlaufen. Und dann sind wir auch schon da. Und wir sehen auch, im Eisklammsund ist es nicht sonderlich weit. Bis zu dem Missionsziel. Das trifft sich also doch relativ gut. Ich gucke noch kurz ins Inventar, aber ich glaube, wir haben hier nicht groß was zu tun. Nein, nein. Nichts, was ich hier groß beachten müsste. Wir können also gleich loslegen. Ich hoffe, ich finde mich noch zurecht mit Steuerung und alles. Ist auch eine ganze Weile her, dass ich Guild Wars zuletzt überhaupt gespielt habe. Ja, hat sich nicht so wirklich ergeben. Das ist während der Renovation wirklich kaum möglich gewesen. Naja, möglich schon, ich konnte spielen, aber ich hatte keine große Lust darauf, wie das so ist, wenn man keinen bequemen Platz hat zum Spielen. Es stinkt einem ziemlich schnell, man mag nicht mehr, man will nicht mehr. Zumindest bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ihr habt da vielleicht anderes. Euch ist das vielleicht der... Ihr seid da vielleicht etwas flexibler als ich, aber ich, alter Mann, na ja, ja, ihr wisst schon, ich bin da eher auf meine Gewohnheiten versessen. So, was haben wir denn hier? Ich habe ja gerade Karte aufgedeckt. Nur dieses Herzchen, was man eher hier drüben erfüllen kann, müssten wir also noch mehr aufdecken. Da habe ich gerade keine große Lust drauf. Ich denke, wir begnügen uns damit der Wegmarke da oben und gehen dann auch schon in den Eisklammsund. Ja, der Weg ist dann damit auch schon zurückgelegt. Mehr oder weniger. Ja, doch eigentlich schon mehr als weniger. Ah, hier ist auch noch eine Sehenswürdigkeit irgendwo. Ich glaube, da drüben. Jawohl. Haben wir auch schon entdeckt. Wunderbar, sehr gut. Schaden kann das nicht. Haben wir aber auch einige Erze, so wie es aussieht. Da oben ist schon wieder ein Kupfererz. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Metall überhaupt brauche, aber ich nehme es mal mit, wenn es so schön auf dem Weg liegt. Warum sollten wir auch nicht? So, wunderbar. Sehr gut. Weiter geht's. Nochmal ein Erz. Ach, hier. Hier versteckst du dich am Felsen dran, damit ich dich möglichst nicht sehe. Ja, da hast du falsch gerechnet. Die Minimap hat dich verraten. So, Wegmarke erkundet. Und da haben wir auch schon das Portal zur nächsten Map, zum Eisklammsund. Ein weiteres 80er-Gebiet ganz oben im Norden. Da gibt es auch eine Instanz auf der Karte. Ich glaube, das ist sie hier auch schon. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Umarmung der Betrübnis? Ich gucke mal kurz. Das müsste schon zu sehen sein, auch wenn wir die Karte noch nicht entdeckt haben. Zierde der Wogen. Ach ja, richtig. Umarmung der Betrübnis war das hier unten. Die verwechsle ich immer beide. Sind aber auch beides Instanzen in den Zittergipfeln. Von daher vielleicht ein klein wenig Verständnis dafür. Na gut, das eine ist Kodan, das andere Schaufler. Nicht gerade viele Ähnlichkeiten. Aber hey, was soll's denn schon? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, ich habe auch gesehen, wir haben bereits, genau, wir haben hier bereits das Missionsziel in Reichweite. Wir müssen also nur noch hinlaufen. Das ist jetzt alles schneller gegangen, als ich dachte. Hätte ich durchaus gedacht, dass wir länger unterwegs wären. Aber von wegen, in keinstem. Oh, und ich habe das Gleiten so vermisst. Ich liebe das Gleiten in dem Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Bestimmt. Bestimmt auch schon öfters. Bestimmt so oft, dass es euch nur noch so aus den Ohren raushängt. Aber da müsst ihr nur mal durch. Tut mir leid. So, da ist auch schon die Person, mit der wir sprechen sollen, die vielleicht unsere Hilfe bedarf. Hier gibt es auch eine Quest zu tun. Zerstört Bildnisse, zündet Vorräte an, entzündet gestohlenen Sprengstoff, verbrennt Grawl... Ach, Gemälde. Und kämpft gegen die Grawler des Drachenstamms. Okay, also Grawler, die es hier zu bekämpfen gilt. Aber darum kümmern wir uns eventuell später.
Der Angriff auf die Swanier ist in vollem Gange. Beeilt euch und schließt euch Fenris den anderen und den anderen an. Zeigt mir den Weg, bitte sehr. Okay. Ah, das Event ist jetzt hier auch schon im Gange. Dann gehe ich vielleicht besser erstmal dahin. Das hier können wir ja noch früh genug erledigen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt alles erkunden. Ist mir ja doch schon eher bestrebt, dass ich jetzt mal ein wenig der Story folge. Es ist mir in letzter Zeit schon ein bisschen aufgefallen. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, dass ich hier eigentlich wirklich Hauptmerk auf die Story legen wollte. Na gut, okay, das ist ja jetzt auch kein Wunder. Wir mussten ja eine ziemlich weite Strecke in die Gegenden Ascalons zurücklegen. Da ist es halt ein bisschen klar gewesen, dass ich da wieder ein bisschen ins alte Schema zurückverfallen bin. Ja, erkunden, Events machen und so weiter. Ist ja auch nicht weiter schlimm, aber jetzt möchte ich doch mal wieder ein bisschen mehr mich auf die Story konzentrieren. Ich sehe gerade, wir haben noch einen täglichen Erfolg freigeschalten. Einfach so, naja, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ist aber nicht schlecht. Oh, sieh an. Hier muss ich ja mit jemandem sprechen. Ah, und das Event auslösen. Ganz alleine? Muss ich das jetzt ganz alleine machen? Na gut, es ist ein Solo-Event, so wie es hier gezeichnet wird. Wir haben scheinbar auch jede Menge NPC-Unterstützung. Ich denke, das dürfte schon irgendwie klappen. Ihr habt es geschafft, gerade noch rechtzeitig. Wir haben, haben an unserer Strategie gefeilt. Oh, schön, schön für euch. Gut, wie sieht der Plan aus? Wir werden den Turm Windwacht einnehmen. Das wird unser Sammelpunkt für den Überfall auf Grabhügelheim. Ja, so durchdacht scheint mir das jetzt nicht. Es soll mir aber recht sein. Ist ja auch egal. Dann starten wir mal das Event. Jormax Einfluss ist hier sehr stark. Die Kreaturen hier lassen sich leichter verderben, was auch die Festung der Söhne Swanis in der Nähe erklärt. Wir wollten die Festung einnehmen und dazu beginnen wir mit dem Ostturm. Seid ihr bereit? Ja, klar, gehen wir. Nur zu. Ich glaube, es müsste einfach einfacher sein, wenn ich hier allein unterwegs bin. Hoffe ich zumindest. Ich gehe mal sicherheitshalber auf Abstand und werde mit Fernkampf kämpfen. Oh Mann, das alles jetzt, wo ich wirklich gerade erst wieder mit dem Spiel anfange. Naja, wird schon irgendwie klappen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich eine längere Pause hinter mir habe. Insofern, ja, nur ein bisschen mehr Zuversicht. Das wird schon irgendwie gehen. Und wie gesagt, wir haben hier eine Menge NPCs, die uns helfen. Also wird es schon irgendwie klappen. Der Charakter für die Story ist einfach durch die ganzen Gegner durchgerannt, ohne auch nur Schaden zu nehmen. Die scheinen den als eines der ihren wahrzunehmen. Na gut, in Ordnung, ist dem eben so. Ich sehe da hinten noch einen anderen Spieler. Ich weiß jetzt nicht, macht der mit oder nicht? Scheint so zu sein. Scheint so der Fall zu sein, dass er da doch ein wenig mitmacht. Gut so, gut so. Kann mir nur recht sein. Muss ich das nicht ganz alleine machen. Aber ich muss sagen, so mit meinem Hammer hier aus der Ferne ein wenig draufschlagen, das funktioniert doch bisher eigentlich ganz gut. Auch wenn es nicht sehr anspruchsvoll, nicht sehr fantasievoll ist. Aber ich muss ja, wie gesagt, erst ein klein wenig reinkommen. Oder meine Güte, was habe ich denn jetzt hier gerade alles abgeschlossen? Das ist ja krass. Aber schön, aber schön. Mittlerweile sind es hier, glaube ich, auch... Nee, es ist immer nur noch ein zusätzlicher Spieler. Aber besser ein zusätzlicher Spieler als gar keiner. So... Sehr schön, hier geht es gleich weiter mit einem weiteren Event. Swanier-Wellen müssen wir jetzt bezwingen, in Ordnung. Ich bin kein Kampfwert. Nee, ich denke, der meint wohl wie jemand anderen, der da gerade davon gelaufen ist. Die haben ja den Rückzug angetreten, als wir den Turm eingenommen haben. Das sind aber einige Swanier hier. Oh, du meine Güte. Ist das auch noch ein Solo-Event? Na gut, okay. Scheint so. Dann müsste das also auch schaffbar sein für mich. Für mich alleine hier. Denn der andere Spieler hat sich, glaube ich, inzwischen davon gemacht. Nee, der ist da unten. Der ist da unten. Okay, okay. Vielleicht sind es darum auch ein paar Gegner mehr, weil wir jetzt zu zweit sind. Das ist aber nicht fast ein wenig übertrieben. Ich will jetzt hier nicht jammern. Kämpfen wir einfach tapfer weiter. Dann wird das schon. Nur nicht nachgeben. Ich sollte allerdings ein paar tote NPCs retten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Andererseits, ich bin irgendwie noch im Kampf. Ich muss hier erstmal ein paar Swanier erledigen, sonst ist das Retzen nicht wirklich effektiv. Oh Mann, die ganzen NPCs sind bereits tot. Das ist kein gutes Zeichen. Da freue ich mich schon auf die nächste Welle, die daran kommen mag. So, jetzt aber retzen. Nichts wie retzen. Da ist zwar noch ein Wolf. Oh, er hat mich gerade angegriffen. Meine Güte, muss das denn sein? Ich muss hier echt ein bisschen retzen, bevor die nächste Welle kommt, weil ansonsten
sind wir hier des Todes, würde ich mal meinen. So. Naja, gut. Andererseits bringt es so auch wenig, wenn ich noch im Kampf bin. Na, da kommt schon die nächste Welle. Na, klasse, na, klasse. Hatte ich es doch befürchtet. Naja, naja. Wird schon irgendwie klappen. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Einfach mal in Ruhe weitergekämpft. Dann sehen wir ja, was folgt. Boah, da kommt schon wieder eine Welle. Die scheinen hier auch zu kommen, wenn man die anderen noch nicht besiegt hat. Das ist natürlich schon ein klein wenig kritisch. Boah, jetzt verdrücke ich mich hier auch noch. Meine Güte. Sind auch sehr viele Veteranen dabei. Jetzt hat man... Na, klasse. Jetzt hat man mich festgefroren. Ich konnte nicht ausweichen. So. Konnte mich zum Glück an dem einen hier hochretzen. Immerhin das. Aber das sieht hier schon sehr verloren aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das Event scheitert auch nicht, wenn ich jetzt hier sterben würde. Ich habe hier einfach eine gewisse Zeit, bis ich dann wieder hierher kommen kann, um das Event abzuschließen. Sprich, uns bleiben durchaus mehrere Versuche. Ah, ich sehe hier, ich hätte auch Pfeilwagen benutzen können. Eventuell wäre es damit einfacher gewesen. Das weiß ich jetzt gerade nicht wirklich. Naja, zu spät. So. Jetzt kann ich nochmal versuchen zu retzen. Ein, zwei NPCs reichen vielleicht, bis die nächste Welle anstürmt. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Es scheint zu reichen. Für den einen oder anderen. Ah, da kommt die nächste Welle. Aber wir retzen immer noch. Ich versuche noch einen Spieler zu retzen. Ja, einen Nicht-Player-Charakter zu retzen. Na, kommt schon. Das reicht doch noch. Na, bitte. So, sehr schön. Weiter geht's. Da kommen wieder jede Menge Flächenschaden runter. Da muss ich ein wenig aufpassen. Aber jetzt haben wir zumindest ein paar NPCs, die mithelfen. Oder zumindest ein wenig von uns selber ablenken. Autsch! Was macht ihr denn? Das ist ja grausam, was die mit uns anstellen hier. Nein, tötet mich nicht. Ich will nicht sterben, das ist unangenehm. Den hier müsste ich noch tot bekommen, bevor ich sterbe. Allerdings steht da einer im Weg, so wie es aussieht. Nein, ich werde sterben, so wie es aussieht. Ah, verdammt. Und jetzt habe ich natürlich keine Wegmarke in der Nähe, wobei nee, die hier geht. Schnell, schnell zurück zum Event. Nicht, dass das Ganze hier scheitert, das wäre unschön. Aber wir müssten noch einiges an Zeit haben. Jawohl, 15 Minuten noch. Das müsste eigentlich schon reichen, hoffe ich zumindest. Wir hatten ja immerhin auch schon 6 Wellen bezwungen, ja, also... Sind wir immerhin nicht umsonst gestorben, aber es war jetzt nicht gerade sehr geschickt. Naja, egal, egal, wir werden das schon irgendwie schaffen. Vielleicht wieder ein bisschen mit meinem Hammer erstmal unschuldig draufkloppen. Ja, das sind auch immer noch NPCs am Leben. Alles klar, kann ich hier die Verwirrung noch etwas ausnutzen und ein paar von den Gegnern erledigen. Ah, da stürzen sie sich aber auch schon wieder auf mich, mehr oder weniger. Zumindest einige der Fernkämpfer. Ah, komm schon. Rein da. Das bringt doch nichts, hier ewig mit dem Hammer drauf zu hauen. Es sind wieder einige Veteranen dabei. Das macht es schon nicht ganz so einfach. Ah. Und natürlich die Tatsache, dass ich ewig nicht mehr gespielt habe. Und auch ansonsten nicht wirklich der Held bin in dem Spiel. Das ist natürlich zu sagen. Jetzt bin ich aber auch wirklich wieder ganz alleine hier, ne? Ich glaube, keine anderen NPCs, abgesehen von dem für die Story. Scheint sonst alles tot zu sein, auch keine anderen Spieler. Oh, Moment, ich könnte hier jetzt wieder retzen, während der andere NPC hier die beiden noch ablenkt. Dann kommen vielleicht keine weiteren Wellen. Wer weiß, wer weiß. Andererseits darf ich mir, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen, da ansonsten das Event wohl scheitern könnte. Das wäre auch sehr ungünstig. Ja, da kommt auch schon die nächste Welle. Nein, das bringt hier nichts, noch weiter zu warten. Wir müssen dazu sehen, dass wir die restlichen Gegner hier noch erledigen. So viele Wellen sind es ja wirklich nicht mehr. Ja, aber es ist schon sehr mühsam, das hier alles alleine zu machen. Ich bin schon ein wenig erstaunt. Es ist zwar wieder recht spät, aber dass gerade wirklich überhaupt keine anderen Spieler mehr da sind, um zu helfen, wundert mich doch schon ein wenig. Und zumal kann das jetzt dann recht, recht schwierig werden, weil weitere Events werden deutlich schwerer alleine zu erledigen. Ja, not enough people, so fühlt das sich hier auch an. Aber das, der meint wohl ein anderes Event, nicht dieses hier. Naja, mal sehen, ob wir das dann
früher oder später noch mit anderen Spielern zu tun bekommen. Oder ob wir das wirklich alles alleine durchmurksen müssen. Das wäre schon sehr mühsam und würde auch ewig dauern. Aber hey, guck an, wir haben immerhin dieses Event hier erfolgreich bestreiten können. Aha, gut, gut, immerhin. Besser als nichts. Wie geht es denn jetzt weiter? Bereit für eine Herausforderung. Ihr habt es geschafft, gerade noch rechtzeitig. Wir haben unsere Strategie gefeilt. Okay, das haben wir schon gelesen. Unser Sturmtrupp für das Tor sollte jeden Augenblick... Aha, so geht es also weiter. In Ordnung. Mal gucken, was wir davon noch in der Folge machen. Und wie ich das Cutten dann hinkriege. Ob ich das überhaupt hinkriege. Oder ob ich da wieder ein bisschen improvisieren muss mit der Folgenlänge. Wir werden sehen, wir werden sehen. Lassen wir das einfach so auf uns zukommen. Wir haben Ihren Gegenangriff gut abgewehrt. Jetzt schlagen wir zurück. Und zwar fest. Verstanden. Hü-Doljax! Ah, da haben wir jetzt ein Begleitevent. Hier gilt es jetzt, drei Doljaks zu beschützen, so wie es aussieht. Ich glaube, die führen Sprengstoff oder Bomben mit sich, die wir dann brauchen, um das Tor da vorne zu sprengen. Wird sich dann zeigen. Ja, die sind auch nicht sehr schnell unterwegs. Haben wir Zeit, ein wenig Ruhe zu schöpfen, uns ein wenig auszuruhen, bevor es dann wieder losgeht mit dem Ganzen. Aber auch das hier, kein Gruppenevent, ein Solo-Event, müsste also auch alleine zu erledigen sein. Mit dem ein oder anderen Tod. Ne, ich glaube, da dürfen die Doljaks... Doch, ich denke, sterben dürfen sie. Wir können sie, denke ich, wiederbeleben. Hoffe ich zumindest. Ansonsten ist das auch recht ungünstig. Aber gut. Mal noch nicht zu sehr hier den Angsthasen spielen. Wir haben auch wieder jede Menge NPCs dabei, die uns helfen, das Event erfolgreich zu bestreiten. So, dass wir hier schön im Fernkampf bleiben können. Ja, wunderbar. Sehr gut. Es laufen schon auch ab und zu immer wieder andere Spieler vorbei. Nur scheinen die oftmals nicht so wirklich Bock auf die Events hier zu haben. Kennt sie entweder zu Genüge oder haben sonst anderes zu tun. Kann ich ja durchaus verstehen. Mir wäre es nur lieber, dass ein, zwei oder drei andere Spieler auch noch dabei wären. Wäre erstens mal einfacher und zweitens, wie gesagt, ich glaube, das letzte Event davon ist dann wirklich ein Gruppenevent und alleine... ja, Gruppenevents machen sich alleine nicht so gut. Naja, mal sehen. Erstmal hier weiter die Söhne Svanias abwehren, die Doljaks hier schlachten wollen. Jetzt eigentlich auch wieder zu den Nahkampfwaffen wechseln. Wenn sie schon hier dran sind, bringt es wenig, noch mit dem Hammer draufzuschlagen. Und zieh an. Einer der Spieler scheint hier Tatsache bei dem Event zu bleiben. In Ordnung. Ist doch schon mal sehr gut. Oh, gleich mal hier auf den Veteranen stürzen, bevor der allzu viel Schaden anrichtet. Aber zieh an. Der andere Spieler richtet da deutlich mehr Schaden an als ich. Haut den um wie nichts. Ist natürlich nicht schlecht. Wäre sehr günstig. Würde der uns helfen? So, es ist auch nicht mehr weit. Das Tor ist schon da vorne. Wir sehen den Punkt auch auf der Minimap. Selbst in dem geringen Tempo, wie die Doljaks hier fortschreiten, dürfte das nicht mehr lange dauern. Ah, wir werden von hinten angegriffen. Da müssen wir natürlich gegendrücken. War aber ein kleiner Angriff. Allerdings kommen schon wieder weitere Söhne Svanias. Wobei, nee, es sind keine Svanier. Es sind Eisbrut Nord. Nochmal eine etwas andere Gegnerart. Ah, und hier haben wir wieder eine Herzquest, die es zu erledigen gilt. Zerschmettere verderbtes Eis, reißt Drachenfahnen hinunter, öffnet Käfige, vernichtet Verteidigungen und tötet Söhne Svanias. Alles klar. Können wir gleich mal mit anfangen. Werden wir, denke ich, auch im Verlauf der Events erledigen können. Hat ja auch alles damit zu tun. So, sehr schön. Ah, von hinten noch mehr Angriffe. In Ordnung. Aber die ziehen sich zurück, da das Event hier jetzt erfolgreich war. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Verstecken wird euch jetzt nicht retten. Zeit zum Amüsieren. Zeit zum Amüsieren. Was soll das denn heißen? Ach so. Mal was in die Luft sprengen. Versteht man hier also unter Amüsieren? Naja gut. Kann
kann man auch verstehen. Ist schon mal lustig, so eine kleine Bombe zu zünden. Okay, sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Ansonsten werden gewisse Organisationen schnell mal auf mich aufmerksam. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ich würde ungern in gewissen Gefängnissen verrotten. So, jetzt müssen wir also dieses Gebiet hier stürmen. Ja, wobei, auch hier ist nicht angegeben, dass es ein Gruppenevent sei. Nein, es ist auch hier ein Solo-Event. Ist also genug hinabgestuft, damit ich es auch alleine erledigen könnte. Ja, wir haben aber auch immer noch den anderen Spieler hier dabei, der hier gerne mithilft. Offenbar hier auch noch die Herzquest braucht oder irgendwas in der Art. Von daher müssen wir uns da, denke ich, wenig Sorgen machen. So, was müssen wir hier denn jetzt eigentlich machen? Wir müssen diese Fokusse hier zerstören, so wie es scheint. Das ist wohl unsere Hauptaufgabe. Widmen wir uns dem gleich mal. Dann schaffe ich das Ganze hier vielleicht auch noch in einigermaßen der üblichen Folgenzeit. Sehr schön, das hat schon mal geklappt. Die Herzquest ist auch gleich erledigt. Nur noch ein Gegner oder so. Jawohl, Herz abgeschlossen. Wunderbar. Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Fokus. Ich habe hier ewig lange Kühle drauf. Ja, gut, könnte ich mir eigentlich auch nehmen, aber wenn es nicht unbedingt nötig ist, warum sollte ich denn auch? So, gucken wir mal, dass wir die auch noch gleich alle down bekommen. Ich glaube, der Dieb, ein Dieb ist es, glaube ich, kümmert sich bereits um den anderen Fokus. Ist also schon sehr gutes Teamwork, so. Nur ist er, denke ich, erheblich schneller als ich. Wobei, nee, er hat es auch immer noch nicht zerstören können. So, 2 von 3. 3 von 3, wunderbar, sehr schön. Jetzt kommen nochmal Gegner. Okay, was seid ihr denn? Ihr seid Schamanen, alles klar. Die müssen also auch noch dran glauben. Aber auch hier, nebst dem anderen Spieler, haben wir jede Menge NPCs. Auch wenn davon teilweise schon wieder welche gestorben sind. Aber die helfen uns natürlich doch schon erheblich, hier die ganzen Gegner zu erledigen. Oder zumindest von uns abzulenken. So, hätten wir den ersten schon besiegt. Der zweite ist auch gleich tot. Der Dieb haut da scheinbar auch ganz gut zu. Dann müssen wir nur noch den dritten hier erledigen. Und dann müsste das auch schon Geschichte sein. Hoffe ich zumindest. Denn ansonsten wird die Folge doch wieder etwas überlang. Aber macht ja nichts. Warum mit den Traditionen brechen? So, schön. Sehr gut. Wir sind jetzt hier zu zweit daran. Und voilà, da ist das Ganze erledigt. Es sind noch einige Gegner, die hier sind. Aber oh, von wegen fertig. Gar nichts ist hier fertig. Hier geht es gleich weiter mit den nächsten Gegnern. Oh, jetzt müsste ich ihn nur noch ins Target bekommen. Wäre natürlich schön. Warum klappt das denn nicht? So, jetzt aber, meine Güte. Meine Tabulator-Taste will mich ein bisschen auf den Arm nehmen, so wie es scheint. So, der erste ist aber auch hier gleich mal erledigt. Komm schon, geh drauf, mein Bester. Jawohl, auf zum nächsten. Da ist jetzt auch ein weiterer Spieler dran. Sehr schön. Helfen wir dem also gleich mit dem nächsten. Der braucht auch nicht mehr viel, bis er down ist. Und ich hoffe, dann ist es dann wirklich gewesen. So, und zum letzten. Der ist da drüben. Und schwupps. Ist der Dieb jetzt weg? Oder wie sieht's aus? Na, nicht so schlimm. Ich denke, das werden wir auch alleine hinkriegen zur Not. Geholfen hat er ja genug. Ach so, nein, das ist ja der Dieb. Aber es sind doch drei Spieler. Zwei Spieler, habe ich mich also nicht getäuscht. Au, 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 hör auf mich zu schießen, das gehört sich nicht. So, sehr schön, im Ganzen hier ausgewichen mit meinem Skill. Wunderbar, prima, sehr schön. Scheint jetzt erfolgreich gewesen zu sein. Sehr gut, sehr gut. Was muss ich denn hier jetzt machen? Dieses Ding hier offenbar zerstören. Jawohl, das war genau die Aufgabe. Sehr gut, sehr gut. Treff Braham und er beim zerstörten Totem des Drachen. Okay, in Ordnung. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir das gleich in der nächsten Folge. Ich muss mich jetzt hier ein wenig beeilen, sonst ist das Ganze hier gleich vorbei. Also, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.